Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, Cliffhanger ist das Stichwort aus der letzten Runde. Das stammt ja nun aus der Medienwissenschaft und aus der Filmanalyse. Und Sie wissen alle, Cliffhanger funktioniert ja nicht so, dass die letzte Folge schließt und der Cliffhanger wird sofort in der ersten Minute aufgelöst. Nein, das wird er auch nicht, denn ich begrüße Sie nur herzlich zur zweiten Runde dieser Gesprächsrunde über Medizin und Politik. Anlässlich des großen Geburtstages von Rudolf Virchow. Aber er wird auch noch nicht gleich aufgelöst, weil Frau Martini, der ich jetzt gleich das Mikrofon überreiche, nicht mit der Auflösung des Cliffhangers beginnt. Da müssen Sie noch eine Weile warten, aber es kommt. So viel sei versprochen. Und unter dieser Überschrift wünsche ich Ihnen allen gute Unterhaltung, reiche Informationen und alles Weitere sagt zur Regie jetzt Frau Martini. Lieber Herr Marchis, vielen Dank. Meine Aufgabe ist es erst einmal, Sie sehr herzlich zu begrüßen. Ich freue mich sehr, einige Gesichter wiederzusehen und andere neue zu begrüßen. Was wir jetzt tun werden, wir diskutieren jetzt anderthalb Stunden und auf Wunsch einiger Zuschauer aus der ersten Runde werden wir am Ende für eine kurze Zeit für Fragen offen sein. Das heißt, wir werden dann mit einem Mikro in die Reihen gehen und Fragen zulassen, die sich wahrscheinlich sowieso ergeben werden aus dem, was wir jetzt gleich diskutieren. Meine nächste Aufgabe ist es, Ihnen ganz kurz, aber kürzer als in der ersten Runde, dieses Podium vorzustellen, was sehr spannend ist und was sehr viele verschiedene Facetten hat. Deswegen tue ich das. Die Reihenfolge ist leider gleich, das gestehe ich. Ich fange also wieder an mit Melanie Brinkmann. Sie ist Virologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig und bekannt als Expertin für Virologie und war in vielen Talkshows unterwegs, in vielen Nachrichtenformaten unterwegs und beratend für die Politik. Im selben Fachbereich unterwegs, Christian Drosten. Er ist der Leiter des Instituts für Virologie an der Charité, auch uns allen bekannt als helfende Stimme. Bitte, was macht das Virus, was kann es, was tut es und warum tut es das eigentlich? Auch er in vielen politischen Runden dabei gewesen, beratend dabei gewesen und vor allen Dingen eben für die Öffentlichkeit der Erklärbär, wenn ich das so sagen darf. Wir haben Frau Britta Siegmund in der Runde. Sie ist die Direktorin der Medizinischen Klinik für Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie. Und außerdem ist sie Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, was in dieser nächsten Runde sehr spannend werden wird, denn sie wird ein bisschen Einblicke geben, wie hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder wie funktioniert das eigentlich? Was genau passiert da und wie geht es eigentlich in Pandemiezeiten? Wir haben Herrn Volker Hess in der Runde. Er ist der Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin an der Charité und ist einer der Initiatoren dieser Runde. Und dann haben wir Frau Gabriele Metzler in der Runde. Auch sie ist Historiker und Dekanin der Humboldt-Universität. Dann haben wir Frau Dorothea Kübler. Hallo, Frau Kübler. Ich teste jetzt mit Ihnen gleich, ob es funktioniert. Ah, ja, der Ton ist, ja, sie ist da. Wir hatten in der ersten Runde leichte Tonprobleme, die sind jetzt gelöst, Frau Kübler. Ich freue mich sehr, 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 Sie zu hören. Frau Kübler ist die Direktorin der Abteilung Verhalten auf Märkten am Wissenschaftszentrum in Berlin für Sozialforschung und Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Universität in Berlin. Und im Moment sitzt sie in New York, 6 Stunden zurückgerechnet. Es geht noch, aber es ist immer noch sehr früh. Vielen Dank, dass Sie da sind. Dann haben wir Herrn Manfred Gröhe in der Runde sitzen. Er ist CDU-Politiker und war von Dezember 2013 bis März 2018 Bundesgesundheitsminister. Also in dieser Runde sozusagen mit die Seite der Politik vertreten, aber der Gesundheitspolitik. Wir haben Herrn Professor Dr. Hajo Karl Krömer. Er ist Pharmakologe und der Vorstandsvorsitzende der Charité. Und die Charité zählt ja nun zu den größten Unikliniken Europas. Und er musste diese Klinik durch eine schwierige Zeit leiten und lenken und wir werden dann genauer nachfragen, wie das funktioniert hat. Herrn Markschies habe ich vergessen. Nein, natürlich nicht. Er ist Theologe und Professor für antikes Christentum und er steht an der Spitze der Humboldt-Universität und auch an der Spitze der Berlin-Brandenburgischen Akademie und ist damit auch eine Schnittfläche zwischen Politik
Und jetzt muss ich doch ein Wort noch sagen. Sabine Kunst, die Präsidentin der Humboldt-Universität, wäre ebenso traurig wie deren Vorgänger Jan-Hendrik Olberts, wenn es gibt ja früher in französischen und sonstigen Systemen das Amt des Decanus Perpetuus, aber glücklicherweise nicht das Amt des Präses Perpetuus. Das ist glücklicher. Also ich leite inzwischen die Akademie, aber danke natürlich dafür, dass meine Zeit als Präsident der Humboldt-Universität doch noch in Erinnerung ist. Genau, Entschuldigung, nicht vergessen. Das sollte ich nur sagen. Nicht vergessen. Und auch eher Mitinitiator dieser Runde. Warum sitzen wir hier? Es ist das Wissenschaftsjahr und wir reden über sozusagen die Vermessung des Lebendigen. Zwei Menschen haben in diesem Jahr Geburtstag gefeiert oder feiern es noch und hatten ihn schon. Und zwar sind die 200. Geburtstage des Physikers Hermann von Helmholtz und des Mediziners Rudolf Virchow. Herr Hess, wir haben gerade schon ein bisschen darüber diskutiert, ob wir Herrn Virchow noch ein bisschen genauer vorstellen müssen. Ja, das müssen wir. Virchow, Mediziner und Politiker. Wer war genau Herr Virchow und vor allem, was hat er bewirkt? Was war das Besondere an ihm? Also wie lange darf ich reden? 2 Minuten 30. Nein, aber also es ist schwierig sozusagen jetzt über Virchow als Person, als Arzt, als Politiker, als Anthropologe, das sollte man nicht vergessen, das knapp zusammenzufassen. Aber ich will wenigstens ein paar ganz Pinselstriche setzen. Also vielleicht ist wichtig und wird gerne unterschätzt, dass Virchow als Militärarzt ausgebildet worden ist, an der Pépinière. Und Militärärzte sind damals im Gegensatz zu heute jetzt nicht primär für die Versorgung von Soldaten gedacht, das auch, sondern sie sind im Prinzip das zukünftige öffentliche Gesundheitswesen. Das heißt, sie werden später, sobald sie aus dem Militär ausgeschieden sind, eingesetzt in den Departements und in der Provinz als Physici, als Amtsärzte und sind gewissermaßen die Ärzte in öffentlicher Funktion. Das sollte man nicht vergessen, wenn man über Virchows Laufbahn nachdenkt. Das heißt, er ist immer jemand, der die öffentliche Aufgabe oder sozusagen den Dienst am Gemeinwohl im Kopf hat. Das Zweite ist, dass Virchow natürlich die Wissenschaft benutzt, um genau aus diesem Militärdienst zu entfleuchen. Das heißt, er macht eine akademische Karriere und verabschiedet sich damit und zählt zu den jungen Wilden der damaligen sozusagen 1840er, 1845er Zeit. Das ist vielleicht das zweite wichtige Punkt. Das heißt, er ist von vornherein her jemand, der immer programmatisch denkt und eine unglaublich scharfe Feder hat. Also Virchow als Rhetoriker ist immer toll zu lesen. Das Dritte, was man erwähnen sollte, ist das, was heute unterschätzt wird, diese Zellularpathologie, die gewissermaßen der Medizin eine Einheitstheorie gibt. Man kann damit ganz viele Bereiche erklären. Ist aus unserer heutigen Perspektive logisch, sinnvoll, macht Sinn und so weiter. Wenn man das aus der Perspektive der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich anguckt und fragt, Pathologie schön und gut, aber was macht man damit eigentlich? Was mache ich mit einer Zellenlehre? Dann wird deutlicher, dass diese andere Seite, Virchow als Politiker, genau die Seite ist, die diese Zellularpathologie in eine Praxis umsetzt. Das heißt, der kleine und der große Organismus ist bei Virchow nicht nur Metaphorik, ist auch nicht bloß ein Denkwerkzeug, sondern es ist das Instrument, um die Theorie mit der Praxis zu verbinden. Das heißt, wenn Virchow für die erwähnten Schulen, die Krankenhäuser, die Kanalisation oder die Trichinenschau eintritt, dann ist das gewissermaßen die Therapie oder sozusagen aus der Zellentheorie abgeleitete Handeln. Das heißt, der Handlungsimpetus oder die Handlungsermöglichung der Theorie sieht man, wenn man sich anguckt, was Virchow als Politiker macht. Ich glaube, das sind die spannenden Punkte. Und vielleicht, Sie haben mich zuvor nach dieser schönen Anekdote gefragt, was halt auch mit dazu gehört ist, dass für Virchow als Wissenschaftler die Wissenschaft ein egalitäres Instrument ist. Also sie ist ein demokratisches und egalisierendes Instrument, was man wunderbar sieht in dieser netten Anekdote, dass Bismarck im Verfassungsstreit Virchow zum Duell fordert.
Und ich glaube, man kann einen ostelbischen Junker und Aristokraten nicht mehr entblößen, als dass man ihn dann bei der Wahl der Waffen auffordert, doch bitteschön in eine trichinenverseuchte Wurst zu beißen. Also so kann man auch diesen Ehrbegriff dieser politischen Klasse natürlich auch entwerten. Also das zeigt an der Stelle, dass für ihn Objektivität und wissenschaftliche Rationalität, das sind ja neue Begriffe, also die werden zu der Zeit neu aufgeladen, immer eine politische Bedeutung haben, nämlich im Sinne der Herstellung einer sozusagen egalitären, demokratischen, es ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber eines egalitären Gemeinwesens. Danke für diesen ersten Blick. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter und ich übergebe das Wort an Herrn Markschies und es geht darum, ein bisschen einen Blick auf diese Runde zu werfen mit einem ganz kleinen Eingangsstatement, auch ungefähr 2:30. Sie halten den roten Zettel hoch. Jetzt wird der Cliffhanger aufgelöst. Nämlich der Cliffhanger, wenn ich die schon in der ersten Runde am Schluss dabei waren, an das Schlussstatement von Gabi Metzler erinnern darf. Die Überschrift über den zweiten nachmittäglichen Teil unserer Diskussion, die haben wir gesetzt mit die politische Dimension wissenschaftlichen Handelns oder Politik in der Wissenschaft. Die politische Dimension wissenschaftlichen Handelns oder Politik in der Wissenschaft. Und Gabi Metzler hat zum ersten Mal das Stichwort Macht in ihrem Cliffhanger-Statement eingeführt und hat gesagt, es ist doch so, dass in der Entwicklung der Betrachtung des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik es eine Weiterentwicklung von einer reinen Beschreibung des Interagierens gesellschaftlicher Teilsysteme hin zu einer Frage von analogen Strukturen, wie beispielsweise der Frage, welche Bedeutung hat Macht in diesen beiden Teilsystemen und ist überhaupt die Beschreibung als Teilsystem angemessen oder ist da nicht sehr viel mehr Interaktion? Das war Gabi Metzlers Frage. Und als ich das erste Mal hörte, war ich ein wenig traurig, denn eigentlich wollte ich diese Frage stellen, aber es ist ja immer besser, wenn jemand anders sie stellt und man sie dann nur noch ein wenig vertiefend wiederholen darf. Ich habe, als ich dieses Eingangsstatement jetzt von nur noch 1:30 vorbereitet habe, mir überlegt, ich führe Ihnen mal vor, was Mitglieder unserer Akademie gesagt haben und ich habe zwei mir vorgenommen, Ihnen vorzustellen. Nämlich Peter Weingart mit einem Aufsatz aus den 80er Jahren und Mitchell Ash mit einem Aufsatz aus den frühen 2000er Jahren. Und da sieht man genau das, was Gabi Metzler mit sehr knappen Worten beschrieben hat. Peter Weingart, nicht missverstehen, der ein großer Soziologe und ein wirklich bedeutender Analytiker des Wissenschafts- und Politiksystems ist, sagt: Wir stellen ganz überrascht fest, Wissenschaft politisiert sich. Also der merkt sozusagen, dass die klassische Unterscheidung von Wissenschaft und Politik nicht funktioniert, im 20. Jahrhundert ja auch kaum funktioniert hat. Und es ist interessant, was er als Politisierung empfindet, die ethische Verantwortung von Wissenschaft. Also wenn man an Hans Jonas oder Ähnliches denkt, plötzlich ist eben deutlich, es gibt ethische Dimensionen und man muss ja sagen, die hat es in dieser Krise auch gegeben. Also das Vorrechnen von frei und der Bettenkapazität stellt natürlich die Frage nach der berühmten Triage und ähnlicher Dinge. Mitchell Ash schreibt fast 20 Jahre später und bei Mitchell Ash ist völlig deutlich, Frankreich ist in seinen Beobachtungen hineingekommen und das Stichwort Macht spielt plötzlich eine ganz, ganz große Rolle und auch das Stichwort Geld. Also das Verhältnis von Wissenschaft und Politik ist eine Machtkonkurrenz. Ist eine Machtkonkurrenz, die natürlich häufig gar nicht als Machtkonkurrenz adressiert wird. Also wer auftritt und sagt, ich hätte gern Einfluss, versucht das natürlich in aller Regel zu kostümieren und zu sagen, für meine wissenschaftliche Hypothese, für das Beste des Patienten, um es etwas provokant zu sagen. Aber natürlich geht es darum, dass die Förderentscheidungen der DFG und sagen wir mal nicht der Erasmus-Stiftung, um mal ein sehr pointiertes Gegenmodell
zu verwenden, für wissenschaftliche Forschung in diesem Land förderleitend und handlungsleitend sind. Also sozusagen, es gibt eine Machtkonkurrenz, eine Konkurrenz um Macht und Einfluss. Und es gibt subtile Techniken des Verbergens dieser Machtkonkurrenz und des nicht klar Ansprechens dieser Machtkonkurrenz. Das Interessante ist, dass Mitchell Ashton, was ich sehr interessant finde, von einem reziproken Verhältnis spricht. Also sagt, sowohl Wissenschaft wie Politik können füreinander jeweils Ressourcen sein. Also Politik kann für die Wissenschaft eine Ressource sein. Ich habe ja ein gewisses Interesse daran, würde ich mal vermuten, als Medizinerin und Mediziner, dass Leben gesünder wird, dass Arbeitsleben gesünder wird, dass die Anfälligkeit der Gesellschaft für bestimmte Krankheiten und Pandemien reduziert wird. Also das virchowsche Ideal kann ja nicht in so ein gestaltungsloses, apolitisches Wesen zurücktreten. Also insofern, Politik bietet eine Ressource, mit der Wissenschaft das, was an Gestaltungsimpuls, wir sind in einer Akademie, in der der Gründer gesagt hat, Theorie mit Praxis. Und mit ist ja ein außerordentlich offener Begriff. Wie genau soll die Praxis eingebunden werden? Also ich würde mich freuen, wenn wir jetzt ein bisschen darüber diskutieren könnten, dass Wissenschaft ohnehin politisch ist, dass es ihr gut tut, das zu erkennen. Denn nur wenn sie das erkennt, kann sie einhegend mit den problematischen Seiten ihres politischen Einflusses und ihres politischen Auftrittes umgehen, sich selber begrenzend und noch einmal auch erkennen kann, dass das nicht ein Schicksal ist, sondern das Wort Ressource macht ja deutlich, die kann man nutzen oder es auch lassen. Das waren jetzt 2:35, aber auch nur 35. Vielen Dank. Frau Siegmund, als Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, was erwidern Sie? Ich glaube, Sie erwidern was auf dieses Statement. Ich glaube, man muss weiter vorne anfangen. Und ich würde weit von mir weisen, dass die DFG politisch getrieben Gelder vergibt. Das ist ganz, und ich glaube, das muss man ganz klar unterstreichen. Und ich glaube, das ist ein großer Luxus, den wir in Deutschland haben, aber es ist auch ein wichtiger Luxus. Gelder der Deutschen Forschungsgemeinschaften, damit korrigiere ich auch aus dem Anfangsstatement, werden nicht vom Präsidium vergeben, das ist ganz wichtig, wir treffen keinerlei Förderentscheide, sondern die Förderentscheide werden getroffen, basierend auf Gutachten durch die Fachkollegin und dann verabschiedet durch den Senat und Hauptausschuss, der wiederum aus der Wissenschaft gewählt ist. Das heißt, das ist ein System, was eine freie Wissenschaft erlaubt und auch die Wissenschaft erlaubt, die die Wissenschaft machen möchte. Also eine wissenschaftsgetriebenes Geldvergabe. Ist das gut? Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, weil es erlaubt, dass wir dem Need der Wissenschaft und den identifizierten Problemen der Wissenschaft nachgehen können, ohne dass dahinter politische Interessen stehen. Und natürlich sehen Sie von verschiedenen anderen Geldgebern immer wieder auch Ausschreibungen, die sehr gezielt sind und wo man motivieren muss, warum führt das unbedingt zum Ziel? Ob das immer zum Ziel führt, sei jetzt, möchte ich ganz klar dahinstellen, ob das immer so passiert. Und möchte damit ein ganz klares Plädoyer machen für diese Geldvergabe, die wissenschaftsgetrieben ist. Am Ende aber muss man auch sagen, und damit kommen wir so ein bisschen auf die erste Gesprächsrunde zurück, und Herr Kroes, Sie hatten das vorher gesagt, man holt sich dann Rat, ja, wenn wir in einer Krise sind. Und ich kann mir nur fundierten Rat von Wissenschaftlern holen, wenn ich ihn auch habe. Aber wenn ich vorher überhaupt nicht weiß, welche Krise kommt, dann auf was setze ich meine Karten? Ja? Setze ich sie auf die Virologie? Wahrscheinlich liege ich damit nicht so ganz falsch. Das Risiko, dass da wieder mal was passiert ist, ist nicht so ganz niedrig. Aber die Hochwasserkatastrophe vor wenigen Wochen, Monaten hat gezeigt, dass die Katastrophen auch wo ganz anders sein können. Das heißt, da brauche ich Experten aus ganz anderen Gebieten. Und damit bin ich ganz gut, ist, glaube ich, Deutschland sehr gut aufgestellt, wenn wir eine breit finanzierte Wissenschaft haben, die dann auch Experten in diesen Gebieten haben, die dann auch beraten können. Vielleicht so viel zum Einstieg. Ich darf gern einen Satz sagen. Wenn die DFG versucht,
Einfluss auszuüben auf die Bundesforschungsministerin und die Landesminister, um bestimmte Bedingungen für den Exzellenzwettbewerb oder die Exzellenzstrategie zu setzen und beglückt oder traurig Erfolg oder Misserfolg feststellt, dann agiert sie politisch und sie tut es sinnvollerweise, weil sie die Fördergesichtspunkte der politikfernen Förderung, die Sie beschrieben haben, politisch zur Geltung bringen muss. Ich würde da gerne in die gleiche Kerbe hauen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Das eine ist sozusagen, als jemand, der ziemlich viel Anträge schreibt, weiß, die Frage des Relevanzproblems ist ja nicht eine Frage sozusagen, was beglückt meine Kolleginnen und Kollegen, sondern wie mache ich einem fachfremden Gutachter oder wie mache ich einem Fachkollegium, was sich nicht nur aus Medizinhistorikern und Wissenschaftshistorikerinnen zusammensetzt, deutlich, dass das, was ich mache, zum Besseren der Gesellschaft beiträgt. Das ist der zweite Punkt. Also zu sagen, das halte ich für einen Teil der Politik, auch wenn das jetzt keine Parteipolitik ist, sondern das ist in dem Sinne, dass ich mich als sozusagen als ein Wesen, als ein soziales Wesen in einer Gemeinschaft dazu verhalte. Das ist meines Wissens auch ein Teil der, was ich als Politik verstehe. Der zweite Punkt nochmal zu dieser Machtfrage. Es ist völlig richtig, wenn man das runterbricht auf die individuelle Wissenschaftlerin, dann hat das natürlich vielfach zu tun mit Reputation, mit der Frage, wie kriege ich meine Wissenschaft sozusagen umgesetzt, wie bekomme ich mehr Geld für mein Institut und so weiter. Ich will aber davor warnen, weil das rutscht ganz schnell in sozusagen eine zynische Perspektive. Also wir machen das alles nur sozusagen aus persönlichen Interessen oder aus Mehrung unseres Einflusses und so weiter, weil ich den Eindruck habe oder die Frage gerne stellen würde, wenn man das hochzoomt, sozusagen den umgekehrten Effekt beispielsweise von Theorien wie der Disziplinierung, wenn man runterguckt, sieht man keine Disziplinierung, aber wenn man hochzoomt, dann stellt man fest, dass dieses Verhalten, was die Einzelnen sozusagen wenig altruistisch möglicherweise betreiben, durchaus in seiner Gesamtheit etwas ist, was dann einem Gemeinwohl dient oder einem allgemeinen Interessen. Zuvor hat Frau bringt man das sozusagen eingeworfen nur in einem Nebensatz, dass sie sozusagen als Virologin natürlich eine Position hat, aber als Mutter durchaus verstehen kann, dass von den Pädagogen etwas anderes formuliert wird, was dann sozusagen zusammen abgewogen werden muss im Hinblick auf ein Gemeinwohl. Schluss an der Stelle. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass wir, glaube ich, die Ebenen der Analyse da unterscheiden müssen. Herr Drosten, wie politisch sind Wissenschaften? Also das ist natürlich jetzt eine sehr allgemeine Frage. Also ich glaube, der Kontext, in dem wir hier ja jetzt sprechen, ist, öffentliches Engagement von Wissenschaftlern zu Geld und Macht führt. Und das tut es nicht, auf keinen Fall. Also das ist sicherlich ein öffentliches Missverständnis. Es gibt vielleicht andere Bereiche des Lebens, wo das so ist, auch vielleicht in der Wirtschaft, vielleicht auch in den Medien, wo Aufmerksamkeit eine gewisse Währung ist. Das ist in der Wissenschaft eigentlich das Gegenteil davon. Also in der Wissenschaft akquiriert man letztendlich Forschungsmittel darüber, dass man sich eben nicht die Zeit nimmt für die Öffentlichkeit, sondern dass man seine Schäfchen dann ins Trockene bringt, wenn Ausschreibungen sind. Und zum Beispiel als jemand, der an Viren mit pandemischem Potenzial arbeitet, hätte ich gut daran getan, auf keinen Fall auch nur eine Minute für Öffentlichkeitsengagement zu investieren, sondern einfach die Gelegenheit beim Schopf zu packen, dass jetzt Dinge ausgeschrieben werden von Förderorganisationen, dass gefragt wird nach virologischer Forschung. Und ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die genau das gemacht haben, also die nicht in die Öffentlichkeit gegangen sind, sondern eben gesagt haben, jetzt ist die Zeit. Und insofern ist da eine andere Motivation, ne, die Wissenschaftler dazu treibt, in die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben natürlich schon darüber geredet, das sind einfach, das sind so Dinge wie, dass man sich in seiner Wissenschaftlichkeit gehört fühlen möchte, vor allem wenn man genau zu diesem Thema seit 20 Jahren gearbeitet hat. Dieses Thema war ein Nischenthema, plötzlich wird es gesellschaftlich hochrelevant.
Es ist dann aber auch nicht nur so, dass man da jetzt gerne sich persönlich produzieren will, sagen wir mal, das Suchen von Öffentlichkeit in Form von Fernsehauftritten oder so, sondern es ist einfach eine gewisse, ja, Bringschuld, die ich zumindest fühle, als jemand, der 20 Jahre steuerfinanziert Forschung gemacht hat, in einem Randthema der Lebenswissenschaften, für das sich damals wenige interessiert haben, und plötzlich wird es zu einem großen Problem. Das ist einfach etwas sehr Offensichtliches. Aber die Idee, dass das zu, sagen wir mal, Geldzuflüssen oder Machtzuflüssen führt, ist komplett falsch. Das ist leider auch eine Zuschreibung, die in der Öffentlichkeit passiert, die mir als Person immer wieder auch passiert ist. Also, dass unterstellt wird, der macht das und das, dann muss er ja wohl einen großen Reibach damit machen. Aber ich weiß gar nicht, wie die Verbindung da sein soll. Und es ist einfach nicht der Fall. Und also wirklich auf keinerlei Ebene, weder im Beruflichen noch im Privaten. Natürlich gibt es Wege, die ich aber so jetzt nicht beschreite. Kann man sich ja Instrumente überlegen, wie man über die Öffentlichkeit auch Geld verdienen kann für die private Tasche. Solche Möglichkeiten gibt es, aber ich glaube, dass nur sehr, sehr wenige Wissenschaftler diese Möglichkeiten nutzen, weil Wissenschaftler einfach anders orientiert und strukturiert sind. Und ich glaube, die größeren Organisationseinheiten der Wissenschaft, also ganze Institutionen, ganze Fächer, ja, da ist das so, dass natürlich öffentliche Aufmerksamkeit auch, sagen wir mal, im Bereich von Mittelvergabe über längerjährige Zyklen zu Entscheidungen führt. Also wo man sagt, das ist wohl ein wichtiges Thema, da muss mehr staatlich investiert werden in die Forschungsförderung. Das kommt aber nie einem einzelnen Wissenschaftler zugute, in der Regel auch nicht einem einzelnen Institut. Sie haben gerade angedeutet, der Wissenschaftler an sich tickt da anders. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie eigentlich hätten sagen müssen, kann nichts mit Presse, ich gehe zurück und schreibe all diese Anträge und kümmere mich um Forschungsgelder. Jetzt haben Sie es aber doch nicht getan und waren doch da und haben viel erklärt und waren an der Öffentlichkeit. Und Sie haben gesagt, die Motivation kommt daraus, 20 Jahre gearbeitet und es ist sozusagen Ihr absolutes Fachgebiet. Wenn Sie sich diesen Weg jetzt nochmal angucken, war das dann so, dass Sie gesagt haben, ja, es hat trotzdem was gebracht, ich habe als Wissenschaftler trotzdem meinen Beitrag geleistet? Ja, also ganz eindeutig. Also es ist jetzt in so einer Situation, die Situation war relativ klar, also es wird 2 Jahre Durststrecke für die gesamte Gesellschaft geben und es wird notwendig sein, die Übertragung dieses Virus zu verringern durch einschneidende Maßnahmen. Und wenn man das klar vor Augen hat, ist ja auch sehr klar, dass das Erklären des Problems ein Teil so einer Intervention ist. Und das ist nichts weiter als eine Hilfestellung für die Bevölkerung aus medizinischer Sicht. Und man kann als einzelner Wissenschaftler, der da eine Einschätzungskraft hat, der das auch von sich weiß, also es ist ja wirklich eine Frage von Spezialexpertise, schon für sich die Entscheidung treffen, dass das jetzt wichtiger ist und dass das am Ende auch nicht dazu führt, dass man, sagen wir mal, als begossener Pudel dasteht, der vergessen hat, sagen wir mal, also seine Gelegenheit zu nutzen, so wie die Grille, die den Sommer gegeigt hat und im Winter nichts zu essen hat, so wie im Märchen. Das war für mich persönlich einfach vielleicht auch ein bisschen die Abwägung und die habe ich sehr bewusst getroffen damals am Anfang. Und ich glaube, davon bin ich weiterhin überzeugt, dass das eine richtige Entscheidung war, das zu machen, diese Prioritäten so zu setzen. Ich konnte das auch so machen, weil ich natürlich ein funktionierendes Institut hatte. Also das heißt ja nicht, dass in der Virologie der Charité deswegen keine Forschung gelaufen ist, sondern ich habe extrem gute Mannschaft, die das natürlich unterstützt haben. Das zum einen. Und zum anderen glaube ich, dass das auch eine definierte Aufgabe ist, die zumindest für mich auch von vorne bis hinten absehbar war. Und dass das auch jetzt der Grund für mich ist, zu sagen, dieser Job ist jetzt eigentlich getan, dieses Projekt ist jetzt eigentlich beendet, weil es jetzt eine verfügbare Vakzine gibt. Und ich kann es hier auch nur noch mal wieder sagen, seitdem wir diese verfügbare Vakzine haben
Und ich mag nicht diese politischen Floskeln von wegen jedem ein Impfangebot gemacht haben und so weiter, sondern es ist jetzt real. Jeder kann sich impfen lassen, demnächst auch die über 5-jährigen Kinder. Und damit ist es jetzt eigentlich nicht mehr die Aufgabe, also diese akute Hilfeleistung an die Bevölkerung, die Aufgabe der Wissenschaft, sondern das wird jetzt zu einer politischen Aufgabe. Es gibt natürlich viele andere Wissenschaftszweige. In den Geistes- und Sozialwissenschaften, da besteht die Aufgabe weiterhin, gerade wenn wir zum Beispiel jetzt in dieser Situation keine Impfpflicht haben und überzeugen müssen. Da diese gesamte Psychologie, die da mitspielt, das ist ja Wissenschaft, aber nicht meine. Ne? Also meine Wissenschaft in diesem Sinne, dass ich als Lebenswissenschaftler erklären kann, wo die Probleme liegen, damit die Leute das verstehen. Die ist jetzt erledigt, weil die Impfung jetzt immer die bessere Antwort aus den Lebenswissenschaften ist. Darf ich mal gegenhalten gegen die Option des Rückzugs der Wissenschaft? Sie haben angesprochen, dass es um öffentliche Förderung in einem demokratischen Staat geht. Und da fallen Prioritätsentscheidungen. Und die kommen ohne das Sachargument, dass schlechterdings nur die Forschung auch selber liefern kann, gar nicht aus. Also natürlich ist es eine, wenn Sie sagen, wir fördern nicht nach politischen Kriterien, dann ist das ja sozusagen der Wunsch oder das Bekenntnis, dass Sie erfolgreich fragwürdige Interventionsbemühungen, wenn es die gäbe, abwehren würden. Aber wenn die Gesellschaft sagt, wir wollen eine Dekade gegen den Krebs und es gibt andere, die sagen, vielleicht wäre eine Dekade gegen Alzheimer noch wichtiger oder andere sagen, warum tut ihr nicht genauso viel in dem Bereich oder in dem Bereich, dann ist am Ende das ein öffentliches Land, so ging es uns oft, sagt, wir sind ein insgesamt so wohlhabendes Land. Ich verstehe vielleicht nicht davon, dass Arktisforschung genauso wichtig ist wie die Erforschung von Krebs und Alzheimer, aber ein reiches Land wie Deutschland soll sich auch vielleicht um Arktis oder um den Weltraum kümmern. Wenn es aber sozusagen nicht diesen Grundverständnis gibt, dass wir als wohlhabendes Land uns Grundlagenforschung als wohlverstandene Investition in die Zukunft und solche Gebiete leisten, dann zählt einem Ringen um knappe Ressourcen das Sachargument. Und dann, das kann dann der einzelne Forscher an Wissenschaftsmanagement, an Wissenschaftsorganisationen, an wen auch immer in der Sphäre des Wissenschaftlichen sozusagen delegieren. Aber da die Prioritätensetzung gesellschaftliche Bedarfe, zum Beispiel Krankheitsbilder, zum Beispiel den Älterungsprozess der Gesellschaft, zum Beispiel, also was immer man da nennen mag, die Auswirkungen des Klimawandels natürlich benennt. Am Ende ist eine Priorisierung ohne Sachargument keine taugliche Priorisierung. Man kann das sogar noch grundsätzlicher argumentieren. Ich habe mich gerade eben ein bisschen gefragt, inwieweit sich das verallgemeinern lässt. Also Sie haben jetzt beide geantwortet, das ist eine Orientierung am Gemeinwohl, die motiviert hat, jetzt in diese extrem verantwortliche Sprecherposition zu treten für die Wissenschaft. Nun könnte man sagen, klar, also für die Mediziner ist das Gemeinwohl relativ leicht zu erkennen. Überleben zu sichern ist immer besser, als Menschen sterben zu lassen. Aber ist das Gemeinwohl wirklich so einfach zu fassen? Und wer sagt eigentlich, was das Gemeinwohl ist? Also geht genau in Ihre Richtung. Ne? Da beruft man sich mal schnell drauf, aber wer definiert uns das eigentlich? Und eigentlich ist Gemeinwohl doch etwas, was in einem deliberativen Prozess überhaupt erstmal ermittelt werden muss. Also genau das, was Sie jetzt als Priorität bei Verteilung von Mitteln, bei Sachentscheidungen benannt haben, ist eben im Grunde dann ein grundsätzliches Problem einer pluralistischen, freiheitlichen Gesellschaft. Und da wäre nochmal die Frage, was ist der Anteil der Wissenschaften ausdrücklich im Plural dabei eigentlich? Denn als Geisteswissenschaftlerin habe ich vermutlich eine andere Vorstellung von Gemeinwohl oder würde mich nicht damit begnügen, die Frage von Leben und Tod zu entscheiden. Sieht man davon ab, dass ich da ohnehin wenig beitragen könnte zu dieser Frage. Aber dann kommen Wertentscheidungen mit ins Spiel, über die wir auch noch nicht gesprochen haben. Und insofern ist das, glaube ich, gar nicht so einfach zu sagen, naja, Gemeinwohl ist es und jetzt habe ich das gemacht und bin hier erstmal wieder raus. Weiß ich nicht.
Ich würde gerne so ein bisschen, Herr Grö, in Ihre Richtung nochmal argumentieren, dass die Wissenschaft wissenschaftsgetrieben Anträge genehmigt, heißt nicht, dass sie einfach mal so macht, wozu sie gerade Lust hat, sondern jeder Antrag ist natürlich begründet. Und natürlich ist das in den Lebenswissenschaften leichter. Wir sagen, wir behandeln Erkrankung XY. Aber und die Diskussion im Hauptausschuss ist in der Tat spannend, ja, wenn dann also von einem Publikum, was alle Fachdisziplinen vertritt und im Hauptausschuss ja auch die Länder vertreten sind, plötzlich eine Forschungsgruppe zu, was weiß ich, Mittelalter vertreten wird und gerechtfertigt wird, warum das wichtig ist. Und das sind durchaus Argumentationen, die absolut nachvollziehbar sind, warum das auch für uns heute Relevanz hat und uns auch weiterbringt. Also es ist nicht so, dass das unbegründet ist. Und natürlich eine Dekade gegen den Krebs ist was, was wichtig ist, um einfach einen Stimulus zu setzen, auch in eine wissenschaftliche Community. Wenn man jetzt mal ganz vorsichtig die Titel der aktuellen Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgeht, wenn Sie sehen, dass eine Reihe dieser Sonderforschungsbereiche sich mit dem Thema Krebs natürlich beschäftigen und damit auch diesem Gemeinwohl auch nachkommen. Also ich glaube, die Sorge, die sich so ein bisschen hinter Ihren Worten verbirgt, dass dann die Wissenschaft vielleicht was macht, was dem Gemeinwohl am Ende nicht zwingend dient, da wäre ich glaube, das kann man relativ schnell entkräften. Die Sorge habe ich überhaupt nicht. Ich warne nur die Wissenschaft davor zu glauben, eine solche Debatte könnte durch die Option Rückzug sich verbessern. Genau. Ich habe überhaupt keine Sorge davor. Mhm. Ich würde nur an diesem öffentlichen Diskurs, der nicht nur einer in den politischen Institutionen ist, da ist das Sachargument unverzichtbar und deswegen gibt es nicht die Option sozusagen derer, die die Sachmaterie, die begründen können, was die wissenschaftliche Erforschung einer mittelalterlichen Fragestellung uns heute sagt, ohne dieses Sachargument wird sie nicht sachgerecht getroffen. Ich habe überhaupt keine Sorge, dass sozusagen sachfremd entschieden wird, sondern ich würde nur sagen, es wird nur dann sachlich entschieden, wenn der Rückzug zwar rhetorisch erwogen, aber Gott sei Dank dann nicht kollektiv vollzogen wird. Also vielleicht nochmal, ich folge sozusagen dem Votum von Gabi Metzler, dass natürlich das, was Gemeinwohl ist, in irgendeiner Weise im Konsens diskursiv entschieden werden muss und sozusagen ständig entschieden wird. Das ist ja nicht etwas, was ich im Supermarkt kaufen kann und habe dann, dann stelle ich es ins Regal und weiß, das ist mein Gemeinwohl. Aber ich finde, da finde ich das Beispiel der DFG sehr instruktiv und ich würde das nicht unterschätzen, sondern ich habe mit vielen Forschungsinstitutionen im Laufe der letzten 30 Jahre zu tun gehabt und immer wieder geschätzen gelernt, die sozusagen die transparente Entscheidungsfindung der DFG, die nachvollziehbar ist bis hin zu den Gutachten. Das heißt, ich schätze sozusagen den Altruismus der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hoch. Bloß gleichzeitig ist das eine Bürde, wo ich nicht sicher bin, ob wir als Gesellschaft sagen können, wir vertrauen darauf, dass die Wissenschaftler immer altruistisch sind. Aber ich sehe in so einem Verfahren, wie die DFG das entwickelt, durchaus eine Möglichkeit, sozusagen sicherzustellen, dass man, und das wäre mein Plädoyer an der Stelle, das knüpft an das an, was Herr Krömer heute Morgen sozusagen für den Bereich der Schnittfläche zwischen Wissenschaft und Medizin skizziert hat, dass man das in sozusagen deutlicher und transparenter in prozedurale Strukturen übersetzt, die das erlauben zu verhandeln und gleichzeitig absichern. In doppelter Weise. Dann denke ich, dann wird man auf der einen Seite die Frage des Gemeinwohls diskursiv bestimmen und auf der anderen Seite muss man nicht entscheiden sozusagen zwischen einer zynischen Perspektive sozusagen des wissenschaftlichen Engagement oder einer altruistischen. Frau Kübler, ich sehe Sie nicken. Ich würde gerne noch einen weiteren Punkt aufmachen. Herr Markschies hat über den Aspekt der Ethik und den der Machtkonkurrenz gesprochen durch die Politisierung von Wissenschaft. Aber ich denke, Wissenschaft verändert sich auch in einer dritten Dimension durch Politiknähe. Nämlich, wenn man evidenzbasierte Politik fordert, dann braucht man dazu natürlich passende Forschung. Und für diese passende Forschung braucht man Daten und man braucht Experimente, also man braucht auch Verhaltensexperimente, um zu wissen, wie Leute sich zu Impfungen verhalten, zum Beispiel, indem man ihnen verschiedene Möglichkeiten
Informationsmöglichkeiten gibt oder ihnen Geld bezahlt, wie in den USA zum Teil, dann, das muss man ausprobieren. Und gleichzeitig kann man eben auch andere Fragen einfach nur durch gute Datensammlungen beantworten. Und da sehe ich sozusagen in Deutschland ein großes Manko. Also wir haben da, Wissenschaftler haben eine Bringschuld, aber eben die Öffentlichkeit hat da auch eine Bringschuld, was die Bereitstellung von Daten angeht. Herr Krömer hat ja vorhin schon über die Digitalisierung gesprochen im Bereich der Medizin, aber es gibt auch im Bereich der Ökonomie und der Verhaltenswissenschaften da große Probleme. Und wir profitieren natürlich enorm von anderen Ländern, die diese Forschung machen und von denen wir da lernen. Also ich glaube, das ist auch ein Aspekt von Politisierung und Politiknähe von Wissenschaft, den man noch erwähnen sollte. Ich glaube, da haben wir Hausaufgaben zu machen in der Zukunft. Und das ist auch was, wo die Pandemie noch mal ein besonderes Licht drauf geworfen hat. Mit Macht, kann es sein, dass Wissenschaft auch Macht ausübt? Jetzt sind wir wieder ganz im praktischen Bereich gelandet über Frau Kübler und sind bei Herrn Krömer wieder gelandet, weil wir hatten diese Debatte schon. Wir sind auch bei Herrn Drosten und bei Frau Brinkmann gelandet. Es gibt, Frau Brinkmann, andere Länder, die andere Datenerhebungen haben, als wir es in Deutschland haben, die ein bisschen besser dastehen, als wir es tun. Warum tun wir uns so schwer damit? Das ist jetzt aber ein Sprung, Frau Martin. Ja. Ich musste mitspringen. Ja, ich hätte vielleicht auch vorhin einmal reingrätschen sollen, weil ich wollte eigentlich noch was zum Rückzug sagen, der Virologen jetzt. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon der richtige Moment ist, weil so richtig vorbei ist es noch nicht. Und ich verstehe, wenn man sich zurückziehen will, aber eigentlich haben wir das Virus und seine Krankheit immer noch nicht wirklich gut verstanden und es gibt noch viele Unwägbarkeiten. Und ist es jetzt wirklich schon der Punkt, wo man sagt, I'm done, es gibt die Impfung und hier und nicht weiter? Also ich habe im Moment schon noch das Gefühl, dass es noch ein bisschen verfrüht ist. Jetzt war ich auch nie so exponiert wie Christian Drosten und hat es vielleicht nicht ganz so stürmisch häufig. Aber es gibt, glaube ich, immer noch Wege zu überzeugen, zu erklären. Und was ich oft spüre, ist die Unsicherheit von vielen Frauen, die durch die sozialen Medien verunsichert wurden. Kann die Impfung mich unfruchtbar machen? Kann das die Impfung auf mein Kind übergehen und es schädigen? Und ich glaube, da gibt es schon noch die Aufgabe, da weiter aufzuklären und da wirklich viele Menschen zu erreichen. Jetzt ist die nächste Frage, muss das der Wissenschaftler tun? Oder kann das der Wissenschaftsjournalismus auch leisten? Und das ist jetzt auch, jetzt gehe ich mit Ihnen in die Diskussion. Aber wann dürfen wir uns denn zurückziehen? Wann ist die richtige Zeit? Und ich werde nie vergessen, ich glaube, es war auch im Podcast, als Christian Drosten mal sagte, er freut sich auf den Tag, wo er auf der letzten Seite einer bekannten Fernsehzeitung groß ist. Aber es war an, oder? Ja. Haben Sie mir das ausgestellt? Ja, wenn man zwei anmacht, dann ist eins aus. Ich wollte... Christian sagte, glaube ich, einmal in einem Podcast, er wünscht sich den Tag herbei, wo er auf der letzten Seite einer berühmten Fernsehzeitschrift landet. Berühmt, ist jetzt übertrieben, aber ich habe es immer gelesen als Kind noch. Was macht eigentlich Christian Drosten? Und das fand ich sehr schön und dachte, ja, also da werde ich nicht hinkommen, aber ich kann seinen Gedanken total gut verstehen und wann ist dieser Zeitpunkt und ist er jetzt schon? Also da ist jetzt auch ein bisschen Wehmut dabei, weil es ja auch schon von mir, ist es jetzt wirklich schon vorbei mit der Aufklärung, die ja wirklich die gesamte Bevölkerung so mitgetragen hat, auch wenn man vielleicht nicht jedes Wort verstanden hat aus dem Podcast, hat es doch eine gewisse Kontinuität einem gegeben. Und ist es vielleicht auch das falsche Zeichen zu sagen, ich höre jetzt auf, die Pandemie ist vorbei. Sie ist noch nicht wirklich vorbei. Ja, also ich kann da vielleicht direkt drauf entgegnen. Das stimmt, die Pandemie ist nicht vorbei. Ich kann aber dazu tatsächlich etwas sagen, das aus meiner Sicht meine Aufgabe abschließend umreißt. Und das ist, wir haben jetzt
die Materialien, nämlich den Impfstoff. Und wir haben den Kenntnisstand, der jetzt in diesen Tagen abschließend zusammenkommt, um zu sagen, was gemacht werden muss. Wir sehen, dass in England, in einer Gesellschaft, wo wir, in einem Wissenschaftssystem, wo wir eben dieses Datenproblem auch nicht so haben, wir jetzt wieder einen starken Anstieg der Hospitalisierung und der Inzidenz bekommen. Die Impfquote ist da ungefähr so wie bei uns. Und es haben sich viel mehr Leute direkt infiziert. 95% und mehr in den erwachsenen Altersgruppen sind seropositiv, haben also diese Erkrankung entweder hinter sich oder sind durch die Impfung immunisiert. Wir wissen, die Impfquote ist die gleiche wie bei uns. Und wir sehen jetzt, es reicht nicht. Das heißt, wir müssen alle Impflücken jetzt schließen. Die Immunität durch diese Infektion ist offensichtlich nicht belastbar genug. Also die überstandene Infektion reicht nicht, zumindest nicht, wenn das mehr als beispielsweise 15-20% der Gesamtgesellschaft umfasst. Das heißt, es müssen alle geimpft werden. Und damit ist das jetzt eine Aufgabe der Politik. Und es ist dem aus meiner Wissenschaft im Moment nichts mehr hinzuzufügen. Es gibt sicherlich andere Wissenschaftszweige, die da jetzt weitermachen können. Herr Gröhe, geht das? Das ist jetzt Aufgabe der Politik. Der Ball ist zurückgespielt. Bitte schön, liebe Politik, wir haben alles erklärt, sagt die Wissenschaft. Ihr seid dran. Geht das? Kann so Beratung, Politikberatung funktionieren? Geht das dann? Ja, also sicher würde ja Politikberatung jenseits der Öffentlichkeitsberatung auch weiter stattfinden. Trotzdem glaube ich natürlich, gerade solche Zusammenhänge, wie sie eben geschildert werden, von Ihnen geschildert worden im Vergleich auch zu Großbritannien, dieses Sachargument schuldet auch die Wissenschaft der Öffentlichkeit. Das kann nicht nur, das kann dann der Wissenschaftsjournalist verstärken, das kann sich argumentativ der Politiker oder die Politikerin zu eigen machen. Aber ich glaube schon, und ich würde übrigens den Gedanken, der kam mir gerade, weil wir sehr das Ganze an Krise, und jetzt reden wir hier über eine Infektionskrankheit, aber es gibt ja auch andere Bereiche, wo wir zunehmend in den Blick nehmen, dass eine aufgeklärte Öffentlichkeit, also wenn wir über die Frage reden, aller lebensstilbedingten Erkrankungen, dann sind wir ja in einem weiten Feld, wo etwa über die Frage, welche Ernährungskompetenz herrscht in der Bevölkerung, welche Gesundheitskompetenz, das hat ja zunächst mal gar nichts mit einer krisenhaften Zuspitzung zu tun. Natürlich kann ich sagen, irgendwie ist die dramatische Entwicklung bei Diabetes auch sowas wie eine ungebremste Infektionswelle. Aber es gibt auch Krankheiten, die wir nicht sozusagen als kurzfristiges Krisenphänomen wahrnehmen, bei denen wir doch aber, denke ich, zunehmend wissen, die werden nur mit einer nachträglichen Behandlung oder Linderung im Einzelfall nicht erfolgreich bekämpft, sondern die haben mit dem Adressieren von Lebensstilfragen zu tun und vielem anderen mehr. Und deswegen wird, glaube ich, das, was wir sozusagen unter dem Druck einer Krise üben, auch in anderen Bereichen, meine, denken Sie nur an die Debatte über Organspende. Die geht ohne eine öffentliche Debatte, die Spendenbereitschaft weckt, nicht. Und jetzt könnte ich ganz viele andere Beispiele nennen, wo ich sagen würde, das Element Gesundheitsbildung wird immer wichtiger und das ist nicht delegierbar nur an den Bildungssektor, sondern das ist eine gemeinsame Aufgabe von Politik, aber natürlich auch in dem Fall dann von Medizin. Über die Krise hinaus betrachtet, wie müsste denn dann wissenschaftliche Beratung für Politik, das Zusammenspiel Wissenschaft-Politik aus Ihrer Sicht funktionieren? Erstens hoffe ich schon, dass es ein wesentlicher Punkt ist der Evaluierung der Corona-Erfahrung. Und wir haben das ja in der ersten Runde diskutiert, dass es bestimmte Reibungsverluste gibt, die durch vorheriges Üben und möglicherweise auch dauerhafte Vernetzungsstrukturen schaffend, da würde ich sehr offen dafür sein, dass man sich etwa das Beispiel auch in England ansieht und sagt, wie schaffen die das, auch dann möglicherweise sich auf weitere Themen auszuweiten, die sich dann erst im Laufe einer Entwicklung zu zeigen. Also das, denke ich, kann. Es findet ja auch schon statt, also offen gestanden, wenn auch politische Stiftungen mit, also die Adenauer Stiftung macht mit der Leopoldina zusammen Sachen zum Thema Reproduktionsmedizin. Ähnliches gilt für andere politische Stiftungen und wissenschaftliche Thinktanks und anderes mehr. Also das findet statt, häufig jenseits der Öffentlichkeit. Und das gehört, finde ich, in einer demokratischen Gesellschaft auch zur Aufgabe von Wissenschaft. Und wo es da Mängel gibt, müssen die bestmöglich abgestellt werden. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren, allein die Schaffung
des ersten nationalen Ethikrats, der deutschen Ethikrats, ist ja sozusagen ein Reflex der Gesellschaft auf einen empfundenen Mangel gewesen. Dass man gesagt hat, also jenseits der Einzelwissenschaften braucht es eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den ethischen Implikationen, die nicht durch Zufall meistens auch gesellschaftliche und politische Implikationen sind. Insofern hat sich das aufgefächert, ich würde sagen erfolgreich aufgefächert. Und jetzt geht es darum, auch im Lichte des Lernens aus dieser Krise zu sagen, brauchen wir eine Verstetigung? Und da ist ja ein Beispiel aus England genannt. Lassen sich diese Formen der Beratung so ohne weiteres vergleichen? Ich bin mal wieder ein bisschen skeptisch. Also es ist doch ein großer Unterschied, ob Sie das Wissen der Virologie abfragen, um eine Epidemie zu bekämpfen, die das Kollektiv betrifft, oder ob es um die Behandlung von Lebensstilerkrankungen geht oder die Prävention von Lebensstilerkrankungen, die wir doch allesamt gelernt haben als neoliberale Subjekte, selber in den Griff zu bekommen und uns selbst zu disziplinieren. Also das ist doch sind doch andere Adressaten. Im einen Fall geht es darum, politisch verbindliche Entscheidungen möglichst gut informiert zu treffen und zu legitimieren. Im anderen Fall geht es darum, individuelles Verhalten zu beeinflussen. Ich will mal ein Beispiel nennen, wo ich mich über die Politik, ich sage so offen, auch die meiner eigenen Partei geärgert hat. Wie lange hat es gedauert, bis wir eine weitere Einschränkung bei der Tabakwerbung vorgenommen haben? Es hat zu lange gedauert. Aber ich bin froh, dass das Krebsforschungszentrum in Heidelberg, nur um ein Beispiel rauszugreifen, mit dem Tabakatlas nah konsequent auch an diesem öffentlichen Thema auch der Normsetzung. So ein Tabakatlas macht man ja nicht, damit der Einzelne nicht zur Kippe greift, sondern das war auch im guten Sinne Lobbying ins Politische hinein. Und dass das dazugehört, wie das Nachdenken über neue Krebstherapien, über vorbeugende, impfende oder andere Maßnahmen auch. Und da wir, glaube ich, eigentlich spätestens mit der Diskussion ums Präventionsgesetz, diese Thematik geht es immer um das Verhalten oder die Verhältnisse zugunsten einer Erkenntnis, dass die dass das Verhalten auch gesundheitsfördernde Verhältnisse braucht und das ein Stück überwunden haben, würde ich schon sagen, es gibt nicht nur die Frage sozusagen des Drucks in der Situation Impfen oder Infektionskrankheiten zulassen oder individueller Fehler durch mangelnde Bewegung, falsche Ernährung und, sondern es gibt auch den breiten Raum der Adressierung von Lebensstilfragen, der mit Gesundheitsbildung, mit Aufklärung zu tun hat. Das ist so offensichtlich, dass wir in Deutschland einen Zusammenhang von Gesundheitsbiografien mit dem Bildungsstatus, vor allen Dingen der Mutter, zu tun haben, der dann ähnlich sozial selektiv wirkt wie die Brutalität des amerikanischen Systems, dass jedenfalls sich diese Aufgabe stellt. Und die verlangt das Sachargument in der Öffentlichkeit. Mir ging es ja nur darum, dass es da sozusagen nicht nur die Krise als Katalysator, die wird es immer wieder geben, sondern dass es ein wohlverstandenes Interesse, zum Beispiel der Adressierung bestimmter Krankheitsbilder ist, auch in diesen öffentlichen Disput zu gehen. Aber dann kommen Sie als Mediziner doch eigentlich gar nicht mehr in die Situation, bewusst zu entscheiden, agiere ich jetzt politisch oder mache ich Wissenschaft. Die kommen aus der Rolle der Verklammerung von beiden dann doch eigentlich überhaupt nicht mehr raus. Und die Frage stellt sich gar nicht mehr. Das ist ja auch völlig richtig. Ja, ich würde gerne mal kurz was zu dieser Machtfrage sagen. Weil wenn man das Wort in Deutschland in den Mund nimmt, hat das ja schon was Negatives irgendwie. Wenn sie Macht, ich habe mal nach einer einfachen Definition geguckt, als Gesamtheit der Mittel und Kräfte sehen, die jemand oder einer Sache anderen gegenüber zur Verfügung stehen, ist das zunächst mal völlig neutral. Und ich glaube, dass wenn zwei oder drei Leute in irgendeiner Form zusammen sind, unverzüglich so etwas wie Machtstrukturen entstehen. Wenn Sie das jetzt betrachten, bezogen auf Politik und Wissenschaft, dann ist doch völlig klar, dass zumindest Politik machtinhärent ist. Das ist ja der Anspruch, Dinge umzusetzen auf diesem Wege. Wenn ich dann über Wissenschaft Politik beeinflusse, ist doch ganz klar, dass ich mich auch an der Änderung dieser Machtverhältnisse beeinflusse. Und umgekehrt gilt das natürlich ganz genauso, dass wenn ich politisch Dinge festlegen kann, nehmen wir mal was Neutrales wie eine Batteriefabrik, dann beeinflusse ich doch ganz klar Wissenschaft und ich beeinflusse damit auch Machtstrukturen innerhalb dieser Wissenschaft. Also aus meiner Sicht ist es völlig logisch, dass es zwischen
Politik und Wissenschaft ein bidirektionales Verhältnis bezüglich der Macht gibt. Da kommt auch niemand raus. Selbstverständlich ist die Forschungsgemeinschaft eine hochpolitische Einrichtung. Sie vergibt ihre Kohle vielleicht nur bedingt politisch. Wenn man sieht, dass sie jetzt viel Geld für Corona vergeben hat, könnte man natürlich auch einen Zusammenhang zwischen einer aktuellen Entwicklung und dem Vergabeverhalten der DFG herstellen. Ich hätte auch gar nicht so eine Scheu davor, das zu machen. Und Herr Drosten, dass Sie jemals aus dieser Nummer wieder rauskommen, glaube ich natürlich nicht. Ja. Auch das letztendlich, wie immer man das bezeichnen will, im positiven Sinne Einflussmöglichkeiten zugunsten des Gemeinwohls sind. Und diese Einflussmöglichkeiten sind auch eine Spielart von Macht. Insofern würde ich mich gar nicht davor scheuen, das einfach zu akzeptieren, dass das da ist. Und es ist eher nochmal die Frage, wenn wir auf diesen Interaktionsraum zurückkommen zwischen Politik und Wissenschaft, wie die Machtverhältnisse in diesem Interaktionsraum alloziert werden. Das finde ich extrem interessant, weil das bisher überhaupt keiner Steuerung unterliegt und wir das auch in keiner Weise versuchen zu definieren oder zu bestimmen. Jetzt muss ich ganz kurz Frau Siegmund bitten, weil sie nämlich die ganze Zeit schon sich auf die Lippe beißt. Die Frage ist, wie definiert man Krise? Um auf diese Beratung zurückzukommen. Und ich glaube, das, was wir die letzten 15 Monate hatten, ist eine Krise, die sehr klar definiert ist, weil eben plötzlich dieses SARS-CoV-2-Virus da war. Aber das, was Sie eben angesprochen haben, Herr Kröhe, nämlich dieses gesundheitliche Problem oder gesellschaftliche Problem, nämlich, und eigentlich ist das, Herr Krömer, Ihre Tonspur, dass nämlich die Gesellschaft immer älter wird, wir zunehmend mehr Patienten haben werden und kriegen wir die alle unter, kriegen wir die alle versorgt. Und dann können wir uns fragen, wollen wir jetzt ganz viel Geld investieren in die Diabetesforschung, in die Krebsforschung, die Medizin immer teurer machen? Oder wollen wir vielleicht viel simpler sein und einfach gucken, dass Kinder sich doch wieder bewegen und wir vielleicht viele Folgeerkrankungen gar nicht haben, vereinfacht ausgedrückt. Aber ich glaube, dass wir gleichermaßen für diesen Prozess eine Beratung brauchen und dass auch gleichermaßen eine Krise ist. Und wir da auch, und dass eine gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung ist. Und hier sehe ich schon einen Schulterschluss zwischen Wissenschaft und Politik, hier gemeinschaftlich ein Beratungsgremium auch langfristig zu etablieren, wie man solche Ziele erreichen kann. Und am Ende geht es ja darum, dass wir zum einen im Sinne des Gemeinwohls die Lebensqualität für alle besser machen, aber auch bezahlbar machen für die Gesellschaft. Ich wollte was sagen zu, wie kommt Christian Drosten aus der Nummer raus? Also, ich finde, das muss eine Scientific Community hinkriegen. Wenn man das nämlich nicht hinkriegt, es ist ja völlig klar, die Argumente müssen immer wiederholt werden. Also es gilt einerseits Hermann Gröhe, da kann die Wissenschaft nicht raus, aber es wäre Folter, wenn sozusagen man einmal, also das wäre auch überhaupt nicht professionell. Das heißt, eine der Lehren, die man aus dieser Krise auch ziehen muss, ist, dass wir im Bereich dieser Form von Wissenschaftskommunikation professioneller werden müssen. Und nicht klar, das kann nicht sein, einer sendet immer nur oder es wird immer nur gesendet. Das ist die eine Sache. Und zu dem Interaktionsraum, den Hajo Krömer angesprochen hat, erstens gibt es ja gewisse Strukturen. Wir haben ja heute darüber geredet. Also wenn der amerikanische Präsident beruft, wenn hatte Frau Kübler gesagt, die sich selber ergänzen, umgekehrt ein bekannter Wirtschaftswissenschaftler Abteilungsleiter im Kanzleramt ist, das sind ja sozusagen Versuche, unterschiedliche Formen der Regelung in diesem Interaktionsraum einzuführen. Aber ich glaube, auch relativ klar ist, da wird immer so ein ungeregelter Aushandlungsprozess sein. Also, und das kann man nochmal sich klar machen bei der Konkurrenz darüber, wer setzt eigentlich die Regeln für die Exzellenzstrategie auf. Da wäre es ja schlecht, wenn sozusagen, nur da, auch da finde ich, wird wieder relativ deutlich, wenn man versucht, Intransparenz zu erzeugen und Transparenz für schädlich hält, also unter der Überschrift, wenn da irgendwas rauskommt aus diesen Kamingesprächen, ganz furchtbar. Ich finde immer wichtig ist, dass es an der Stelle auch Transparenz gibt und dass es genau, wie Krömer gesagt hat, ja auch gar nicht schlimm ist. Also Macht ist bei uns allzumal mit Wissenschaft, ist immer ganz schlecht angestrichen. Aber das ist auch so eine intransparente und unehrliche Kommunikation. Wenn ich irgendwas Großartiges erfunden habe, wünsche ich der betreffenden Person auch die Macht, dass das
in die Öffentlichkeit gespielt werden kann und angewendet werden kann. Wäre ja furchtbar, wenn nicht. Ich will... Jetzt habe auch ich ein Mikrofon. Dieser Interaktionsraum. Wir haben verschiedene Varianten. Macht in der Wissenschaft ist nicht schädlich. Macht in der Wissenschaft ist vorhanden, wenn man berät. Und dieser Interaktionsraum ist ein Raum, in dem geredet werden kann, in dem Politik und Wissenschaft theoretisch gesehen zueinander finden können. Wir haben gesehen, dass dieser Interaktionsraum eigentlich ganz gut funktioniert und eigentlich auch vor Corona schon vorhanden war und auch schon genutzt wurde durch verschiedene Gremien, die die Politik beraten haben. Aber jetzt lernen wir ja, dass er doch einige Kommunikationsprobleme hatte. Nämlich, dass die Politik die Wissenschaft nicht ganz verstanden hat, weil die Wissenschaft anders tickt als die Politik. Und dass das alles an der Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit auch noch mit irgendwie vermittelt werden musste und es da auch gar nicht ganz einfach war. Wie kann es Regeln geben für diesen Interaktionsraum, Herr Krömer? Das ist ja die Sache, die wir hier, der wir uns versuchen, argumentativ zu nähern. Und ich bin der Ansicht, die ja offensichtlich auch, sagen wir mal, nicht alle teilen, dass man diesen, zumindest probeweise, diesem Interaktionsraum gewisse Strukturen geben sollte und sich ansehen sollte. Es sind ja viele Beispiele jetzt gekommen, wie andere Länder das machen, wie andere Länder das betreiben. Und nach meinem Dafürhalten, wir versuchen gerade sowas mit der Wellcome-Stiftung zusammen zu machen, eine Analyse zu machen, wie das international gehandhabt wird. Wir hatten dieses SAGE als ein Beispiel, was man vielleicht modifiziert nach Deutschland übertragen kann. Lassen Sie uns einen Blick drauf werfen. Verschiedene Wissenschaftler sitzen in Großbritannien zusammen. Herr Gröhe hat schon angemerkt, dass trotzdem diese Zahlen, Daten und Fakten, die es dort gab, die waren besser als unsere in Deutschland, aber die Politik hat dann doch nicht darauf gehört. Und dann sind sie doch etwas schlechter durch die Pandemie gekommen. Kein Gegenargument, nein. Aber wie funktionieren diese wissenschaftlichen Gremien? Das ist ein, würde ich sagen, bedingtes Gegenargument. Und man würde sich ja auch mal genau angucken, ob es in Deutschland spezifische Notwendigkeiten gibt, die man vielleicht auch mit einer spezifisch deutschen Form dieser Interaktionsmöglichkeiten adressieren kann. Ja. Wir haben herausragende Institutionen hier, die man vielleicht auch in einer intelligenten Art und Weise miteinander kombinieren kann, wie zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft und daraus eine Beratungsinstitution oder eine Politik. Eine Politik-Interaktionsinstitution macht für solche Krisenfälle. Und ich denke, basierend auf dem, was die anderen machen, heißt ja nicht, dass ich etwas eins zu eins abgucken muss, sondern ich glaube schon, dass man hier Wege finden kann, die in Deutschland besondere Interaktion zwischen Politik und Wissenschaft, die vielleicht auch in den letzten Jahren ein bisschen personenbedingt war, durch besonders Wissenschaftsinteresse im Kanzleramt, aber dass man da durchaus eigenen Weg gehen kann. Meines Erachtens hat man jetzt eine Chance, weil es ein Bewusstsein dafür gibt, dass es einen Wert dargestellt hat, dass diese Diskussion aktiver. Darf ich da einhaken? Da war das auf einem Mikro. Ich muss einmal ganz kurz danach haken. Wir haben gesehen, dass Wissenschaften verschiedene Disziplinen näher zusammengerückt sind. Auf einmal haben viel mehr interdisziplinäre Wissenschaftler zusammengearbeitet. Das ist jetzt neu passiert. So haben es mir sehr viele Wissenschaftler erzählt. Ist das ein Weg daraus oder kann das eine Rolle spielen? Also wenn Sie mich dazu fragen, würde ich ganz klar sagen, ja, weil Sie auf einmal Leute zu einer Interaktion bekommen, die vorher nicht miteinander interagiert haben. Ja, es ist eben klar, dass eine ursprünglich virologisch getriebene Empfehlung im Bereich der Schule einen erheblichen sozialen Impact haben kann, den wir vorher in der Form nicht gesehen haben. Und auf der anderen Seite ist es retrospektiv betrachtet nicht überraschend, dass das passiert ist. Und vielleicht kann man das beim nächsten Mal prospektiv durch eine entsprechende Konfiguration beeinflussen. Also ich denke, die Interdisziplinarität in diesen Bereichen ist ein positives Spin-off aus dieser Krise. Wir haben ja durchaus Erfahrung, es gibt eine lange Tradition solcher Beratungsgremien. Also sozusagen die wissenschaftliche Deputation ist im Prinzip des preußischen Kultusministeriums, ist gewissermaßen das Protomodell, was dann fortgesetzt worden ist durch die weiteren Kommissionen. Die Frage, die mich da an der Stelle beschäftigt, ist, ob das jetzt der Wissenschaftsrat ist oder andere Gremien, die sind ja von der grundsätzlichen Idee angetrieben, dass man auf der einen Seite die Wissenschaften interdisziplinär zusammenbringt und auch dann ein Votum hat, was in die Politik geht. Und vielleicht muss man dieses,
das in die, stärker miteinander verzahnen, also dass man wirklich die Politik mit in diese Gremien holt, was natürlich immer sofort die Frage der genau, ich sehe das skeptische Kopfschütteln, und dann die Frage, gibt es möglicherweise Verfahren oder welche Strukturen kann man schaffen, um sozusagen solche wissenschaftlichen Aushandlungsprozesse, die in solchen Kommissionen stattfinden, zusammen mit politischen Aushandlungsprozessen sozusagen zu koppeln, ohne dass das jetzt unmittelbar in eine Entscheidung einfließt. Also das ist die Frage, die mir spannend erscheint. Also ich glaube, ein zentrales Problem ist die unglaubliche, und zwar historisch bedingte Vielfalt von beratenden Institutionen in Deutschland und in Europa. Also man kriegt normalerweise Berge von Papieren zu exakt demselben Thema. Und deswegen kommt es, finde ich, ganz zentral darauf an, dass man, genau wie Krömer das sagt, eine Struktur schafft, in der diese Vielfalt nicht als Kakophonie, sondern als Chance organisiert ist, und dazu muss sie ein klein wenig strukturiert werden. Also ich würde dieser Strukturierungsempfehlung wirklich mit großer Vehemenz zustimmen, aber würde eben immer sehr, ich versuche ja immer diese Formulierung, wir müssen unterscheiden zwischen Politik und Wissenschaft, aber nicht trennen. Also nicht da Politik reinholen, aber die Struktur mit der Politik gemeinsam entwickeln, dieser verschiedenen Gremien, damit klar ist, an wen die sich wenden. Das ist ein Stück, glaube ich, Krisenprävention. Ja, ich finde auch, wenn man, wenn der Interaktionsraum Politik, Wissenschaften eine weitere Struktur braucht, dann ist es ja ganz interessant, sich andere Modelle anzusehen. Jedenfalls das englische Modell ist ein auf Krise. Das ist ja schon eine Begrenzung. Emergency-orientiert. Man kann sagen, das ist eine angemessene, weil andere Beratungen finden anderswo statt, und dort findet interdisziplinär zwischen Hochwasser, Ebola und Corona sozusagen in unterschiedlichen Zusammensetzungen eine Krisenbearbeitung statt. Das kann ein Resultat der Rückblick auf Corona sein, dass man sagt, gerade sozusagen fachübergreifend Krisenpräventionsmechanismen einzuüben und zu entwerfen, salopp gesagt im Trockendock, macht Sinn. Das ist aber etwas anderes als der ganze Raum der Wissenschaftspolitikberatung natürlich. Es ist dann auf das Thema Krise. Zweitens ist, ich glaube, weil es ja ohne Delegation gar nicht geht, wird es nicht nur das Verhältnis Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Politikerinnen, Politiker betreffen, sondern im Kern das Thema sein, da dem sich die Wissenschaft selber zwischen Forschenden und Wissenschaftsmanagement stellen muss. Denn das Bindeglied wird in ganz vielen Hinsichten sozusagen jemand sein, der vielleicht selber oder die selber 20 Jahre geforscht hat und dann in welcher Leitungsfunktion, welcher Institution auch immer, statt selbst weiter zu forschen, Forschungsbiotope schafft, einrichtet, hegt, pflegt und befördert. Und das ist auch eine spannende Frage, wie sich das Verhältnis von Wissenschaftsmanagement zu Wissenschaft dann entwickelt. Da kann man, glaube ich, vieles lernen. Und ich meine, man wäre klug beraten, dann sozusagen Institutionen, die wir zwischen Ethikrat, Leopoldina und haben, klug zu verzahnen, damit nicht der Vorwurf der Doppelarbeit und des fünften Papiers. Und dann ein letzter Punkt. Am Ende muss man einen öffentlichen oder politischen, institutionellen Diskurs darüber führen, welche Expertise man wann nutzt. Wir haben heute sehr häufig gehört, das Thema Datenschutz und Gesundheitsdaten. Da liegt mit der sehr ausführlichen Stellungnahme des Ethikrats Big Data und Medizin eine der besten, würde ich sagen, das, was man international dazu finden kann. Hat das dazu geführt, dass die Deutschen der Meinung sind, dass der Grundsatz der Datensparsamkeit, den Maßverfassungsgericht aufgeschrieben hat, über Bord geworfen hat? Nein. Vor der Sommerpause hat der Datenschutzbeauftragte erklärt, alle Ministerien sollten aus den Social Media aussteigen. Viel Erfolg bei der Impfkampagne. Also insofern muss ich mal sagen, am Ende ist es eine Willensentscheidung, sich diese Expertise zu nutzen zu machen oder eines Aufmerksamkeit erkämpfen derer, die die Expertise erarbeitet haben. Wir haben ja nun gerade in der Sozial- und Gesundheitspolitik bei der Politikberatung auch eine sehr, sehr starke korporatistische Überformung. Da sitzen alle möglichen Verbände vom Ärztebund bis zu den Kirchen im Zweifelsfall mit am Tisch. Ist das ein Vorteil? Kann man das zum Vorteil wenden oder muss man die irgendwie raushalten? Naja, es ist ein
Grundproblem des politischen Systems in der Bundesrepublik, dass wir ja nicht allein von Wissenschaft und Politik sprechen können und nicht allein ein Parlament als Adressaten haben, sondern dass sehr, sehr stark eben auch, historisch bedingt, kooperatistische Elemente enthält. Frau Kübler hat die Hand gehoben. Sie war die ganze Zeit lauschend in der Runde dabei. Aber jetzt war, glaube ich, der Moment, wo Sie einsteigen wollten. Ja, ich möchte noch mal kurz vielleicht etwas Wasser in den Wein kippen, was sozusagen die Vorstellung angeht, dass ganz große, alle Fächer umfassende Gremien immer das Richtige sind. Die sind sicher oft sinnvoll, aber wenn man sich anguckt, wie die USA zum Beispiel erfolgreich waren, was Impfstoffproduktion angeht, dann war das sozusagen eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die sich darum gekümmert hat und die sozusagen innerhalb der USA ganz schnell Kapazitäten aufgebaut hat. Und also diese Operation Warp Speed, wie ich gehört habe, kommt es von Raumschiff Enterprise, das Wort, das wusste ich nicht. Oder wie England es geschafft hat, so schnell Impfstoff zu beschaffen. Das war sozusagen auch eine Reaktion auf die Krise, die dann sehr auf sehr wenige kleine Personengruppen beschränkt war, die dann sehr erfolgreich waren. Und das bringt mich auch zu dem Punkt EU. Also die Impfstoffbeschaffung war ja eine Sache bei der Europäischen Union. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, inwiefern brauchen wir nur nationale Beratung und wie viel sollte man eigentlich auch auf der Ebene der EU dann ansiedeln, gerade wenn es um Gesundheitspolitik geht und um diese koordinierten Dinge. Das sind vielleicht noch zusätzliche Aspekte, um die Sache etwas zu verkomplizieren. Danke. Ja, also ich finde das alles sehr interessante Aspekte, also gerade jetzt hier zum Beispiel auch der Einwand mit Verbänden zum Beispiel. Aber ich glaube insgesamt, also nachdem wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr umrissen haben, über was für eine Art von Macht wir hier eigentlich sprechen, nicht über diese dunkle Art von Macht und Geld und Intransparenz, was manchmal in der Öffentlichkeit mitschwingt, sondern einfach so etwas wie Engagement und Konsens für dann eine gewisse Politikberatung. Ne? Ich glaube, es ist sehr richtig, dass das auf Krisen bezogen ist, denn die Sondersituation besteht ja wegen der Krise. Und wegen der Krise besteht auch diese öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Und wegen dieser öffentlichen Aufmerksamkeit müssen wir uns eigentlich auch auf eine gewisse Art organisieren, die auch der Wissenschaft überlassen sein sollte. Also ich glaube, die Wissenschaft hat diese Selbstorganisationskraft. Das muss man irgendwo institutionalisieren, das ist ganz klar. Aber erstmal, glaube ich, muss man konstatieren, dass die Wissenschaft das machen muss, um sich abzugrenzen gegenüber einer anderen Macht, die wir jetzt heute hier praktisch gar nicht diskutiert haben, nämlich die Medien. Das ist ja der eigentliche das eigentliche Problem hier. Wir haben ja in dieser krisenhaften Situation wegen der öffentlichen Aufmerksamkeit hier eine andere Rolle, die die Medien spielen. Also man könnte das vielleicht so ein bisschen umschreiben, auch mit dem Begriff Teile und Herrsche. Also das ist ja etwas, was Machtausübung auch beschreibt. Teile die Meinungen und herrsche über Marktfründe, Marktanteile, Einschaltquoten. Und dieses Teile die Meinungen, das ist ein aktiver Prozess, den Medien, gerade der Unterhaltungsjournalismus betrieben hat, über Monate. Das Aufbauen von Gegenmeinungen aus Minderheiten heraus, das natürlich absichtlich geschehen ist und das natürlich die Politikberatung gestört hat. Wir haben Spitzenpolitiker in der Öffentlichkeit gehabt, die gesagt haben, der eine Virologe sagt das und der andere sagt das. Dabei war der eine, den er da meinte, noch nicht mal ein Virologe, aber egal. Also sagen wir mal Wissenschaftler. Man kann sich bei Wissenschaftlern eigentlich die Meinung rauspicken, die man gerade braucht. Das hat er im übertragenen Sinne gesagt. Und das ist nicht, wie es sein sollte. Denn das ist gar nicht, also die Linien des Dissens, des Diskurses, die laufen nicht da entlang, wo sie im Unterhaltungsjournalismus dargestellt werden. Im Fach läuft der Dissens an ganz anderen Linien entlang. Und in der Interdisziplinarität ist auch
das Finden von, sagen wir mal, Kompromissvorschlägen, die man dann an die Politik übersetzen würde, ganz anders moderiert. Das kann die Wissenschaft selbst organisieren, wenn sie nicht gestört wird durch den Unterhaltungsjournalismus. Und wir haben hier wirklich ein brennendes Problem in Deutschland gehabt über Monate. Das besteht weiterhin. Und wir sollten uns, glaube ich, nicht suggerieren, dass die Politikberatung in Deutschland immer in bestimmten Gremien nur stattgefunden hat, sondern die wurde ja über Bande gespielt in der Öffentlichkeit, im Unterhaltungsjournalismus. Und das ist ja etwas, dem sich Politiker nun mal zwangsläufig auch ausgeliefert und verpflichtet fühlen und wo sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vielleicht repräsentieren können, aber es ist vollkommen unkontrollierbar, weil die Mehrheitsverhältnisse hier nicht von der Wissenschaft dargestellt werden, sondern letztendlich produziert werden, auch mit einem, sagen wir mal, Einkommensinteresse im Hintergrund. Herr Krömer, wie sehr hat das geschadet? Die Arbeit der Wissenschaft und auch in den Kliniken. Sie meinen den Unterhaltungsjournalismus? Wollen wir sie dann die Macht, die dunkle Macht da nennen in dem Moment? Oder wohin gehen wir dann? Ich wäre da sehr vorsichtig. Ja, diese Form von freier Meinungsäußerung, über die man sich ärgern kann, und wir haben das ja im Fall von Christian Drosten alle hautnah miterlebt, die ja auch schwer erträgliche Ausmaße annehmen kann, ist in Teilen ein konstitutives Element der Gesellschaft, in der wir leben. Es ist im Rahmen eine freie Meinungsäußerung und ich würde mich relativ schwer tun, glaube ich, den Wunsch zu äußern von Seiten der Wissenschaft, das in irgendeiner Form zu aktiv zu bekämpfen, sondern man müsste eher in die Richtung gehen, die der Drosten gerade genannt hat, und sagen wir mal, ein gewisses Maß an Immunität dem gegenüber zu erreichen, was in der abgelaufenen Pandemie angesichts des allgemeinen Aufregungszustandes natürlich illusorisch war. Also ich glaube, dass es da kaum andere Möglichkeiten gibt, als mit diesen Verhältnissen so zu leben und zu versuchen, einigermaßen damit klarzukommen. Wir haben in den letzten Tagen ja auch auf der Ebene gewisse personelle Selbstreinigungsprozesse erlebt. Und von daher würde ich glauben, dass, wenn wir zu sowas kommen, wie einer gewissen Definition dieses Interaktionsraums, über den wir sprechen, dass dann auch ein höheres Immunitätsmoment entstehen würde, weil von vornherein klarer ist, wer da eigentlich aus welchen Gründen sitzt. Denn natürlich ist das, was wir in den letzten 15 Monaten gesehen haben, etwas, was man sehr leicht hinterfragen kann. Dass Menschen, sind ja auch einige um den Tisch rum, sehr, sehr viel Einfluss bekommen haben, weil bestimmte Regierungsstrukturen Möglichkeiten gegeben haben, zu interagieren, aus denen dann wieder indirekt auch sehr positive Macht entstanden ist. Und natürlich ist das eine Geschichte, die man in einem demokratischen System hinterfragen kann. Das halte ich für nachvollziehbar. Und insoweit würde ich nochmal dafür plädieren, darüber nachzudenken, definierte Strukturen zu schaffen. Die sind in aller Regel viel, viel schwieriger angreifbar, auch durch die Boulevardpresse, als etwas, was ad hoc und dann noch ad hoc im Rahmen einer Krise entsteht. Ich finde, wir müssen aber, wenn sozusagen, man muss, glaube ich, auch aufpassen, dass ähnlich wie das Wort Macht, das Wort Unterhaltungsjournalismus nicht auch so leicht dunkel wird. Denn man muss natürlich auch fragen, wie wird es denn finanziert? Also wenn ich in meinen Vorlesungsraum trete und gucke, wer zahlt denn für Information? Ich glaube, es ist relativ deutlich, wenn wir nicht auch ein anderes Verhältnis selber als Wissenschaftler zur unterhaltenden Kommunikation bekommen. Also man kann das ja auch lateinisch ausdrücken, delectare et prodesse. Also delectare ist Unterhaltung. Und das ist ein klassischer rhetorischer Wert der frühen Neuzeit. Es gibt auch Zeitungen, die sagen, das hat dann so Fest- und Unterhaltungscharakter, die Wissenschaft. Ich finde, es gehört auch zur öffentlichen Verantwortung, dass man sich überlegen muss, wie erreicht man gewisse Bestände. Und insofern gehört, finde ich, zur Wissenschaftskommunikation auch ein geordnetes Verhältnis zum Unterhaltungsjournalismus. Nicht zu jedem, das ist auch klar. Aber da, finde ich, gilt dann immer, wer mit dem nicht zufrieden ist, muss halt selber abonnieren. Also ich glaube auch, dass das, was Sie gesagt haben, Herr Krömer, das ist unabänderlich.
das kann man beklagen, man kann Gegenmittel, Gegeninformation aufklärerisch arbeiten. Ich muss sagen, auf Dauer finde ich die größere Herausforderung, gemessen an dem sozusagen einschaltquotengetriebenen Schaukampf, der vielleicht falsche Argumente nach vorne trägt, wenn es sozusagen Spezialkanäle einzelner YouTuber gibt, wo gar niemand mehr unterscheidet, ob die Heilpraktikerin oder der Allgemeinmediziner in Wahrheit der größte Experte der Welt auf diesem Gebiet ist und der trotzdem auch riesige Abonnentenzahlen sich organisieren kann, ohne dass das von anderen überhaupt richtig zur Kenntnis genommen wird. Also insofern, das ist, finde ich, die viel größere Herausforderung, in diese Reichweitenwahrnehmung zu kommen als diese Talkshows. Und das andere ist eben sozusagen immer wieder der aufklärerische Anspruch. Und eins kann man, glaube ich, schon sagen, also am Ende wird dann auch nicht um 11 Uhr in einer Unterhaltungstalkshow eine Parlamentsentscheidung vorgeprägt. Also soweit sind wir glücklicherweise noch nicht. Aber ich finde sozusagen jenseits dieser unterhaltsamen Schaukämpfe, diese Gegenöffentlichkeiten, wo alle nur die 10 besten Wissenschaftler der Welt, die wissen, dass Impfen gefährlich ist, abonnieren und nichts anderes. Und wir kennen die 10 vielleicht nicht mal oder einige von ihnen. Ich muss was zur Unterhaltung sagen, denn Wissenschaft kann ja auch unterhaltend sein. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist auch der Podcast an vielen Stellen extrem unterhaltsam gewesen. Ich erinnere mich an viele Stellen, wo ich gesagt habe, boah, das ist wieder schön plastisch erzählt. Und das bleibt ja auch hängen. Und ich glaube, dass diese Krise auch gezeigt hat, dass Wissenschaftler Menschen sind und nicht nur in ihrem Labor sitzen und die Schutzbrille aufhaben und irgendwas rumköcheln, sondern dass wir haben eine Bühne bekommen und so schlecht haben wir sie gar nicht genutzt. Und es war jetzt ein bisschen Eigenlob, blöd. Ich denke schon immer an Christian und nicht also an, also ich glaube schon, dass es gut genutzt wurde und dass es auch wertgeschätzt wurde. Und das ist auch das Feedback, was ich selber bekommen habe, was der Podcast bekommen hat, diese Wertschätzung. Und ich glaube, es ist auch jetzt ganz wichtig, dieses Momentum einzufangen und auch zu bewahren. Und da sind wir wieder beim Rückzug. Und ich denke, es ist vielleicht gerade falsch, sich zurückzuziehen. Ich denke mal zurück an etwas, was mich im Januar 2020, als ich entschieden habe, ich gehe jetzt in eine Talkshow, gedacht habe, Moment, wie viele Grippetote haben wir pro Jahr und wie niedrig ist die Impfquote bei dem medizinischen Personal? Wieso redet da eigentlich keiner drüber? Und warum ändern wir das eigentlich nicht? Und irgendwie hat man sich so dran gewöhnt. Und das ist, glaube ich, auch jetzt gerade so ein Moment, wo wir auch in der Phase sind, gewöhnen wir uns jetzt eigentlich an so und so viele Tote und eine gewisse Impfquote? Oder wollen wir aktiv etwas tun? Und jetzt ist auch Corona ein Thema, aber die Influenza ist das nächste Thema. Und wollen wir uns wirklich damit abfinden? Und ich glaube, das ist auch eine gesellschaftliche Entscheidung, die man jetzt auch debattieren muss. Wo wollen wir eigentlich hin? Also in England finde ich es gerade erschreckend zu sehen, der Freedom Day wird ausgerufen und es sterben pro Woche 800 Menschen. 200.000 Kinder sind gerade nicht in der Schule durch Quarantäne. Und irgendwie ist kein Aufschrei, keine große Demo. Und wo wollen wir hin? Und das ist natürlich dann auch klar eine politische Entscheidung. Akzeptiere ich das so? Akzeptiere ich, dass ich immer noch nicht meine Betten auslasten kann mit den ganzen Patienten, die jetzt eigentlich schon auf der Warteliste stehen seit langem? Und ja, wo wollen wir? Das ist, glaube ich, eine wichtige Debatte, die wir auch führen müssen. Ich denke, den Schritt, den wir auf jeden Fall schon mal geschafft haben, ist, dass wir eine große Menge an Verständnis untereinander und füreinander geschaffen haben. Also wir haben Wissenschaftler, die in den beratenden Bereich gegangen sind und gesehen haben, wie funktioniert der beratende Politikbereich. Wir haben Politiker gehabt, die gesehen haben, was bitte will mir dieser Wissenschaftler erklären? Ich verstehe nicht viel. Wir müssen also da auch eine Verständigung schaffen. Wir haben große Unikliniken gesehen, die versucht haben, ihre Rolle zu finden. Wir haben die Akademie gefunden, die versucht hat, ihre Rolle zu finden. Wir haben all das gefunden. Mit Blick auf die Uhr würde ich mich jetzt sehr, sehr gerne bei allen bedanken, aber nicht ohne
Sie in dieser Runde noch einmal um ein ganz kurzes Statement, diesmal wirklich so 35 Sekunden mit Blick auf die Uhr. Was hat diese Runde gebracht? Was für einen Erkenntnisgewinn hatten wir? Womit gehen Sie, mit was für Gedanken gehen Sie nach Hause? Was ist das, wo Sie sagen, okay, das brauchen wir? Mehr Wissenschaftskommunikation, ein Praktikum im Bundestag, vielleicht ein bisschen was in Richtung Wissenschaft gedacht. Wo ist das, wo Sie sagen, das nehme ich jetzt mit nach Hause und darüber habe ich so noch nie nachgedacht? Herr Hess. Ich habe momentan viel zu viele Dinge im Kopf. Am meisten beschäftigt mich momentan darüber weiter nachzudenken, sozusagen, wie könnte so eine Infrastruktur einer solchen Schnittstelle aussehen und wie könnte man das sozusagen historisch unterfüttern, um Modelle oder Modellierungen dafür zu finden. Frau Brinkmann. Ich überlege, wie bei der nächsten Pandemie das besser laufen kann und frage mich, ob es nicht sinnvoll ist. Also ich glaube, ein Hauptproblem war wirklich, dass der Diskurs in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Und das haben wir gerade ja auch gehört, dass da durch ganz viel Verunsicherung entstanden ist. Und im asiatischen Raum hat man aus den Krisen von früher gelernt. Und da hat die Wissenschaft sich erst zusammengefunden und diskutiert und ein Agreement oder eine gemeinsame Linie gefunden, bevor sie die Türen wieder geöffnet hat und kommuniziert hat. Das könnte ein Weg sein. Jetzt kann man natürlich auch wieder auf der anderen Seite das kritisieren und sagen, wo ist die Transparenz? Aber ich glaube, wir haben schon gelernt, dass gerade dieser Diskurs nicht unbedingt immer förderlich war und auch zu Verunsicherung geführt hat. Und das Krömer. Ist schwierig. Ich bin immer noch der Ansicht, dass wir uns sorgfältig damit beschäftigen sollten, was wir aus den letzten 1,5 Jahren lernen können, ohne Schuldzuweisungen. Ich finde, die Diskussion hat gezeigt, dass es eine ganze Vielzahl und Vielfalt von Vorschlägen gibt, über die es sich einfach lohnt, weiter nachzudenken. Frau Kübler. Ja, ich muss mich sicher. Ich denke, wir können viel lernen. Ich bin nicht sicher, ob sozusagen die Einigung der Wissenschaftler hinter den Kulissen sozusagen, ob das die Lösung sein wird. Aber es ist auf jeden Fall diskutierenswert. Und ich denke auch, dass die Vermittlung von Wissenschaft, dass wir da in Deutschland große Schritte nach vorne gemacht haben durch die Krise. Und das ist auch was, worauf man aufbauen kann in Zukunft. Wir haben gelernt als Wissenschaftler, aber auch, ich glaube, auch die Öffentlichkeit hat gelernt. Und das Gemeinsame mit den Medien, daraus müssen wir das Beste machen. Danke. Herr Drosten. Naja, also ich kann jetzt... Ich kann jetzt vielleicht viele Dinge subsumieren, die ich erstaunlich fand im Rahmen der gesamten Pandemie. Die kamen jetzt auch gar nicht alle hier in dieser Veranstaltung vor. Ich glaube, eigentlich ist auch noch gar nicht die Zeit, das so zu resümieren. Ich glaube, dieser Runde. Wir müssen einfach nach vorne denken und jetzt nochmal wieder, also auch in all dieser Unklarheit, jetzt in der öffentlichen Diskussion, wichtige Grunderkenntnisse destillieren, die vielleicht für die nächsten Wochen auch wichtig sind. Und das ist, dass die Delta-Variante die Situation geändert hat. Und wir haben noch letztes Jahr, vor dem Sommer, also im Mai, Juni, gezweifelt, ob diese Delta-Variante überhaupt höher übertragbar ist. Ich sage das nur mal, um die Geschwindigkeit auch der Entscheidungsfindung und des Entscheidungsbedarfs klarzumachen. Und wir sind dann aus der Sommerpause rausgekommen mit einer festen Evidenzbasis, dass diese Delta-Variante mehr als doppelt so stark übertragbar ist wie das Virus, mit dem wir zur Zeit der Impfstoffentwicklung und Zulassung geplant haben. Das heißt, wir haben eine ganz neue Pandemie vor uns. Und wir müssen die Politik an allen Stellen fragen, wo haben Sie das jetzt mit einbezogen in die Entscheidungslage? Und da, wo das noch nicht einbezogen worden ist, wird es wirklich Zeit, das nachzupflegen. Herr Gröhe. Also ich denke, dass zu einem Rückblick auf das, was wir lernen können, ist es zwar jetzt noch zu früh, aber natürlich die Frage,
was ist in der öffentlichen Debatte gut gelaufen und was ist nicht gut gelaufen, wo sind wissenschaftliche Erkenntnisse gut in Öffentlichkeit und Politik getragen worden und wo muss es verbessert werden, gehört. Und dazu gehört, das war für mich heute nochmal ein wichtiger Impuls, auch über konkrete Modelle sozusagen von Strukturen, die ein Üben solcher Beratung in der Krise ermöglichen, dass es sich lohnt, darüber auch nochmal im Blick auf die Modelle in anderen Ländern konkret nachzudenken. Vielen Dank. Frau Siegmund. Drei Punkte. Das erste, dass wir, glaube ich, die gelernte Kommunikation, die begonnenen Kommunikationsformen erhalten, ausbauen und gucken, wie wir die vielleicht auch für andere Themen nutzen können. Das zweite, wir müssen uns die Folgen, wir haben heute sehr medizinfokussiert gesprochen, wie sehen die Folgen außerhalb der Medizin? Ich glaube, jetzt sind die anderen Fächer gefragt, ich gucke Frau Kübler an, aber auch die ganzen anderen Sozialwissenschaften, die glaube ich jetzt, und ich glaube, da müssen auf diese Daten müssen wir gleichermaßen gucken und die in die Debatte auch mit aufnehmen. Und letzter Punkt, ich glaube, aus Sicht der Wissenschaft müssen wir uns Gedanken machen, wie wir eigentlich an unseren Nachwuchs auch das Thema Wissenschaftskommunikation vermitteln und wie wir das aber auch, in der Blick an Herrn Krömer, wie wir das auch institutionell unterstützen, weil das durchaus auch Gefahren werden kann. Frau Metzler. Ja, der dritte Punkt überschneidet sich ganz direkt. Also die eine Erkenntnis ist tatsächlich Wissenschaftskommunikation als Daueraufgabe. Und als Daueraufgabe auch in die Richtung Gesellschaft zu vermitteln, wie man mit unsicherem Wissen umgehen kann und mit vorläufigem Wissen, also auch mal den Mythos abzuräumen, Wissenschaft präsentiere eine abgeschlossene Wahrheit, auf die man sich jederzeit berufen kann. Das halte ich für eigentlich für das Hauptthema, was bearbeitet werden muss, kommuniziert werden muss. Und ansonsten nehme ich tatsächlich mit die für mich noch wirklich unbeantwortete Frage nach den Interferenzen von Wissenschaft und Politik. Das fand ich außerordentlich spannend. Wir haben hier so ein paar Anhaltspunkte identifizieren können, dass die womöglich gar nicht so unterschiedlich sind und so weiter. Aber das finde ich auch eine theoretisch und historisch in der Tat herausfordernde Frage. Herr Markschies. Zwei Dinge sage ich mit einer kleinen eigenen Note dazu, die schon gesagt wurden. Wissenschaftskommunikation als Daueraufgabe, aber nicht für Christian Drosten allein. Also Professionalisierung dieses Feldes auch im Sinne von neuzeitlichen Spezialisierungen und wie man Berufsaspekte wechseln kann, so auch das. Und strukturierte Interaktion in dem Begegnungsraum, ich meine, da arbeiten wir ja im Augenblick auch dran, aber auch mit dem Hinweis darauf, dass man manches nicht wird strukturieren können. Ein gemeinsames Magazin von der Staatsbibliothek in Berlin und der Bayerischen Nationalbibliothek strukturiert schon den Pluralismus der Nationalbibliotheken in Deutschland, aber die Vielfalt lässt sich nicht vollständig ordnen. Das Dritte, was mir immer wichtiger wird und wo ich auch eine zentrale Aufgabe der Akademie drin sehe, ist Konsenspflege. Also es driftet mit Recht ganz viel auseinander und ich glaube, Gabi hatte das gesagt, man kann es gar nicht mehr einfangen, man will es ja auch gar nicht mehr einfangen in bestimmten Hinsichten, aber die Konsenspflege innerhalb der Wissenschaft und die Konsenspflege mit der Politik und die Kommunikation dieses Konsenses, das war ja am Schluss auch nochmal sehr, sehr deutlich, das ist eine ganz zentrale Aufgabe und eine Akademie ist ein Forum, wo der Ort dieser Konsenspflege sein kann. Vielen, vielen Dank an diese Runde. Vielen Dank für die vielen unterschiedlichen Eindrücke. Und Ihnen vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Und es tut mir leid, wir haben ein ganz kleines bisschen überzogen. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz tollen Tag. Dankeschön. Ein ganz letztes Wort von mir. Es sollte Frau Martini nicht als letztes sagen, es tut mir leid, sondern Sie haben das ganz, ganz großartig gemacht und ganz am Schluss herzlichen Dank dafür.